Und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Ja, wir sind auf dem Weg in die Wüste nach Varant. Und letztes Mal sind wir hier auf so eine Höhle gestoßen, die ich mir doch noch ganz gerne angucken möchte. Was haben wir da? Wir haben Minecrawler. Na super. Komm her, Freundchen. Und eine Truhe sehe ich da auch. Nur sind es doch drei Minecrawler. Wir müssen vorsichtig sein. Ersten haben wir. Die sind nämlich fix mit ihren Angriffen. Aber wir haben sie. Sehr schön. Hinterlassen die uns was? Eine Erbschaft? Eine Minecrawler-Zange? Hallo? Was haben wir da? Goldpokal, viel Gold, Krug, Holzschild, rostiger Zweihänder, Silberpokal, oh mein Gott, unermessliche Schätze. Und eine Truhe mit einer Söldnerarmbrust. Na gut, immerhin, 3200. Und das nächste Mal, wenn wir eine Truhe haben, die wir nicht öffnen können, muss ich mal dran denken, wir haben ja diesen Zauberspruch. Den Truhen-Öffnen-Spruch. Und wo sind wir hier? Ach, was. Ach, was. Jetzt sind wir hier wieder direkt am Startpunkt. Warte mal, wenn wir da oben langlaufen, müssten wir wieder... genau. Okay. Cool. Gut, war jetzt nicht sonderlich... spannend, aber es ist immer mal ganz schön, so abseits der Wege auch mal sich das Ganze anzusehen. So, der erste Halt wäre Braga. Und dann gehen wir weiter nach Morasul. Und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück. Machen die Arena in Faring, wenn wir die Arena in Morasul gemacht haben. Denn dann dürfen wir ja erst in Faring kämpfen und aus diesem Grund befreien wir ja auch noch keine weiteren Städte von den Orks. Denn wir wollen ja noch in aller Ruhe die Arena machen. Und wenn wir zu viele Städte befreit haben, dann hassen uns die Orks und fallen uns überall an. Ich glaube auch die Assassinen mögen uns dann nicht mehr so sehr. Heilwurzel! Und was haben wir... Oh, ich glaube, es ist... Ja, es sind Banditen. Komm her! Ich schieß dir am Arm vorbei! Na komm. Na komm schon. Ich glaube, ich hätte speichern sollen. Jawohl. Der hängt in der Wand fest. Wie lustig. So, jetzt schnappen wir uns ihn, weil er kann nämlich nicht... Oh. Uiuiui. Gut. Gut, gut, gut. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 100.000! Wuhu! Nimm alles! Er hängt da wirklich sehr lustig. Cool. Wir haben ihn an die Wand genagelt. Haben wir da noch welche? Glaub nicht, ne? Zack. Zack. Das machen wir so. Die müssen wir so öffnen und da hinten war noch ein seltsamer Pilz. Wofür wir die auch immer brauchen. Whee, wir nehmen ihn mal mit. Ich denke, die sind für irgendein... Nein, für irgendein Alchemie-Rezept höchst wichtig. Und ich guck mal kurz. Goblinbeere. Dann haben wir noch was. Herrscherkraut. Tarnischkraut haben wir auch noch. Zwei Stück sogar. So, noch was. Nee.
das war's. So. Dann kann man da... Ich dachte schon, man könnte da noch hochgehen. Obwohl... Man könnte, aber es bringt wahrscheinlich sowieso nichts. Nee. Das ist Blödsinn. Kurz die Waffe. In die Hand, aber hier ist nichts. Weit und breit nichts. Außer einer Kaktusblüte. Ach, wie cool. Ach, wie geil. Wie cool. Da liegt sie vor uns. Die Wüste Varanz. Wie cool. Welch ein netter Ausblick. Gut. Dann hinab. Warte mal, hier. Ja. Wunderbar. Und an die Wüste kann ich mich auch kaum noch erinnern. Also, es ist fast so, als ob wir was vollkommen Neues spielen. Obwohl doch wahrscheinlich, wenn ich den... Kann ich das hier einsammeln? Wenn ich den Typ da jetzt anquatsche, oder er uns... Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Hallo, Abbas! Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Danke. Und jetzt zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wow. Ich bin begeistert. 24.000 Gold, wir verkaufen erstmal hier das ganze Gedöns. Wir haben eine bessere, ne? Eine bessere? Ich glaube ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Holzschild. So. Hier das Snapperleder noch, das noch, die Zähne, Minecrawler-Zangen, den Krug, das hier, hier, mein Gott. 2300. Danke. Und erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Eine Waffe hätte ich ja gerne. Wo bekomme ich denn eine hier? Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Wasser braucht doch eh keine Sau. Erzähl mir mal mehr von eurem Volk. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Zuben? Wer ist das denn? Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Der Opa Zuben. Okay. An den kann ich mich doch noch erinnern. So, aber jetzt, gucken wir uns erstmal hier um. Tufail. Königsdistel, haben wir da oben. Ist das noch ein Herrscherkraut? Snapperkraut. Hui! Ah, was ist hier los? Die Kamera spielt verrückt. Sonst haben wir hier niemanden. Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Hier drin ist nix. Die gucken nur so ein bisschen blöd. Ne, gucken sie nicht. Interessiert die gar nicht.
Kronstöckel. Na super. Gut, quatschen wir mal mit Tufail. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Wer ist dieser Nafalem? Wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Okay, dann erzähl mir mehr von Zuben. Erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Okay. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ja, ich hätte dir eigentlich auch geholfen, wenn du mich drum gebeten hättest, aber naja. Sei es drum. Ach, wie cool, die Musik ändert sich auch so lustig. Ja, wie geil. Wie cool ist das? Super cool. Und das ist einfach total gut gemacht mit diesem Wechsel auch und alles. Richtig cool. Du solltest mich besser nicht stören. Komplett anderes Feeling jetzt hier. Bernardo. Hallo. Bernardo. Wie cool. Was? Hi. Hey Diego, wie sieht's aus? Hey Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Aber ich will das gar nicht. Was machst du hier in Braga? Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Oh ja, klar. Gerne. Gehen wir jagen. Auf geht's. Auf. Snapperjagd. Mit Mr. Diego. Und da ist ein Nafalem. Aber ich will mich nicht mit denen gut stellen. Es sind Verbündete von den Orks. Oder sind die überhaupt verbündet? Ich glaube ja. Ich könnte mal ein Quicksave machen, fällt mir dazu gerade ein. Ein Schakal. Vorsicht, Diego. Die Biester lernen es nicht. Jawohl. Oh oh. Hehehe, ich zieh mal mein Schwert. Gut gemacht. Elendes Drecksvieh. Na komm, du übertreibst aber nicht. Und die haben keine Felle? Okay. Strange. So cool. Und ich bin auf Nordmar gespannt. Das wird noch cooler. Das macht unsere Stufe. Okay. Lal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 a. Aber hier kann man sich auch gut verirren. Ich kann die Snapper schon riechen. Ich auch. Ganz schön stinkig, diese Viecher. Da ist er. Pass auf. Warte, ich schnapp mir den ersten. Biester lernen es nicht. Natürlich daneben. So, mitten in den Kopf. Jawohl. Komm her, du. Da. Oh. Sehr schön. Das war's für dich, Mistvieh. So, jetzt lass mich mal dahin. So eine Rüstung wäre natürlich schon cool. Aus Snapperleder. Ich frage mich, ob die besser ist als unsere dann, aber wir werden es ja sehen. Falls wir eine bekommen. Falls ich hier überhaupt mal wieder was treffe, ey, das ist... Hallo, jetzt! Ach, leck mich doch. Schon wieder eins von den Viechern. Welch ein Glück. So, jetzt sollte ich vielleicht mal wechseln.
Jawohl. Das war's für dich, Mistvieh. Wie viele sind's noch? Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Die Wackelpudding-Snapper. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Ja, ich bin derjenige, der hier den Plan hat, ganz eindeutig. Warte mal. Bring. Unmögliche Schlösser. Dafür brauchen wir 60 Diebeskunst. Machen wir noch, aber nicht jetzt. Da ist ja noch einer, noch ganz viele. Und wer macht uns daraus eine Rüstung? Keine Ahnung. Hallo. Lasst euch doch mal von mir erschießen. Ich schieße doch so gut. Komm her. Dann komm du her. Und du. So, wir sammeln einfach mal so ein paar Leder. Und mal gucken, vielleicht kann uns ja irgendeiner in der Stadt dann irgendwas da draus zaubern. Ich glaub's zwar nicht, aber... Oh Mann. Hier, das gibt's doch nicht. Aber ein Versuch ist es wert. So, der, dann noch der hier. Hallo. Das hört ja gar nicht auf. Wie viele sind das denn noch? So. Noch welche? Glaube, jetzt ist Schluss. Ich guck da oben nochmal, aber... Hui. Ey. Nee, hier ist nichts mehr. Keine Schnäpper mehr. Und da oben... Da ist noch einer. Es sind noch drei, okay. Den einen schaffen wir so, die anderen beiden machen wir mit dem Schwert. So. Komm her. Jawohl. Super. Okidoki. Noch mehr? Noch mehr Snapper? Nein. Okay, die Snapper werden ausverkauft. Sandcrawler, okay. Der Sandcrawler. Na gut, gehen wir zurück nach Braga. Denn irgendeiner wird mit Sicherheit die Felle suchen. Lalalala, wie viele haben wir? 10 müssten wir ja bestimmt haben. 14 sogar. 14 mal Schnepperleder. Und dann gehen wir da kurz vorne an dieser Ruine auch nochmal vorbei. Ach, wie cool. Es ist einfach nur schön. Einfach nur cool. Da scheinen... Okay, es sind Schakale. Hallo! Mr. Schakal. Der irgendwie kein Fell für uns hat. Jetzt kämpfen wir wieder von oben, das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja, das war sehr schlecht. Und es ist echt witzig, ne? Also, dass uns kaum was töten kann. Und dann kommt so ein Schakal und haut uns einfach um. Das ist echt unglaublich. Die
Vorsicht! Okay, es sind ganz schön viele. Hui, hui, hui. Ich glaube, das lassen wir erstmal sein. Hier sind auch welche, mein Gott. Okay. Erwischt. Noch welche? Ich hole mir erstmal hier die Heilwurzel. Und da ist ein Korb. Ah! Hier war doch noch irgendwo einer. Nein! Ein Varan! Varanzunge, Varanleder, sehr schön. Wo sind wir denn hier im Dreiteufelsnamen? Wolfskraut, da ist noch ein Snapperkraut. Und hier war doch irgendwo noch ein Töpfchen, ne? Ist das da unten Braga? Ja. So viele Schakale. Okay, Vorsicht. Nein, nein, nein. Au, au, au. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit, du Blöder! Das ist aber nicht wahr. Das ist echt unglaublich. Jetzt muss ich den ganzen... Leck mich. Ihr könnt mich alle mal. Ich gehe an euch vorbei. Beachtet euch gar nicht. Pff. Schakale, wer braucht die schon? Aber die Pflanzen hier würde ich gerne mitnehmen. So, jetzt gehen wir schön außen rum. Und, oh, was ist das? Ist das ein Ogerblatt? Ja. Okay, das hier auch noch und da unten die noch und dann... Gehen wir weiter. So. Den da oben lassen wir. Nee, nee, nee. Den rühren wir nicht an. Kämpfer, Assassine, Assassine. Oh, Truhe. So. Hier können wir Sklaven kaufen, oder was? Okay. Der José und der Luca und der Assassine und der Nafalem. So, wo ist Diego hin? Gut. Ich würde sagen, mit den Leuten quatschen wir dann in der nächsten Folge. Obwohl, er kommt schon so auf uns zu, er quatscht uns jetzt an. Nee, doch nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!